Und herzlich willkommen zu einer Notausgabe des Dein DLRP Mausblick am heutigen Donnerstag. Nicht nur der SWR musste sein Sendestudio in Mainz räumen wegen einer Bombenevakuierung, nein, sogar Dein DLRP musste sein großes Studio räumen, denn bei uns wurde eine Weltkriegsbombe gefunden, die wird heute hoffentlich entschärft, ansonsten gesprengt, und wir mussten evakuieren. Unser komplettes Team aus Moderatoren, Kommentatoren, Schnitttechnikern, Kameraleuten, alle dran, also Dörte, Mika und ich, alle weg. Und deshalb haben wir jetzt eine Notausgabe für euch aus unserer Notunterkunft in der Pfalz. Wir besuchen meine Mutter, das hat dann heute ganz gut gepasst, und haben eben diesen Mausblick aus meinem Elternhaus. Ich hoffe, ihr hört im Hintergrund nicht zu viel Geräusche. Wir sind extra weit, weit am anderen Ende des Hauses und meine Mutter hat ihren Fernseher aber immer so laut, dass ich das gerade bis hierher höre. Keine Ahnung. Ich muss hier spiegel gerade total auf dem Handy, auf dem ich meine Notizen habe. Aber wir fangen gleich an, und zwar mit einer neuen Street Collection, die es in Disneyland Paris gibt. Merchandise. Die ist so gestaltet, ein bisschen im Graffiti-Look, und zeigt Disney-Figuren und Motive aus Paris. Also quasi die hippe Version der Paris-Collection. Wir zeigen euch dazu jetzt ein Bild. Wir werden nicht ganz so viele Bilder zeigen wie sonst, weil das einfach jetzt mit dem Handy und allem drum dran ein bisschen schlechter ist mit dem Schnitt. Aber gefällt euch das oder nicht? Ist das euer Stil oder ist das eher so... nicht euer Stil. Keine Ahnung. Dann haben wir eine Renovierung für den Boardwalk Candy Palace, die angekündigt wurde. Das ist dieser superschöne Süßwarenladen an der Main Street, der richtig toll an Atlantic City erinnern soll. Und der wird renoviert, soll bis 2025 umgebaut werden. Das ist... Ich hoffe, der behält seinen Charme. Disney sagt in der Pressemitteilung, dass das alles erhalten bleiben soll. Er soll seinen alten Look und alles soll bestehen bleiben. Ich bin bei den letzten Renovierungen ein bisschen skeptisch, ob das nicht zu nüchtern gemacht wird wieder und zu generisch. Aber wir hoffen das Beste. Auf Süßigkeiten müsst ihr in der Zeit dennoch nicht ganz verzichten. Die gibt es weiterhin, und zwar in der Confiserie de Trois-Fées. Da haben wir uns kürzlich noch darüber beschwert, dass die so leer ist immer. Da gibt es also jetzt ein größeres Angebot an Süßigkeiten, wenn es auch nicht alles geben kann, was es im Boardwalk Candy Palace vorher gab. Aber es könnte sein, dass in dem Boardwalk Candy Palace, so zumindest die Gerüchteküche, eine M&M's-Bar Einzug halten wird. Das gibt es ja schon in anderen Disney-Parks, und vielleicht gibt es das dann wirklich. Es soll grundsätzlich neue Süßigkeiten auch geben, und trotzdem dieser klassische Charme mit den Fudges und so weiter beibehalten werden. Da können wir gespannt sein. Diese coolen Säulen sollen so gestaltet bleiben, wie sie waren. Aber es soll auch neue Kunstwerke in den Boardwalk Candy Palace eingebracht werden. Also bleiben wir gespannt. Kurz in eigener Sache, wir machen ein bisschen Werbung. Wenn ihr Tickets für Disneyland Paris für diesen Sommer und kaufen wollt, aktuell gibt es noch für bis 1. September ein Ticketangebot für Family and Friends. Wenn ihr 4 bis 6 Tickets kauft, datierte Eintagestickets für ein oder beide Parks, dann könnt ihr pro Ticket bis zu 20 Euro sparen. Einen Link dazu machen wir natürlich in die Beschreibung dieses Videos. Wenn ihr die über uns kauft, bekommen wir eine kleine Provision, die dazu beiträgt, dass wir unsere Reiseführer weiterhin komplett kostenlos anbieten können, und ihr helft uns damit wirklich sehr. Womit ihr uns auch helft, ist, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, selbst für diese Notausgabe, und unseren Kanal abonniert, aber nicht nur abonniert, sondern auch die graue Glocke klickt, denn nur dann ist es das, sagen wir mal, richtige Abo, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn wir neue Videos veröffentlichen. Kommen wir zu weiteren News. Es gibt die neuen Pins für Disneyland Paris. Diesmal geht es einerseits um die Aristocats, aber es gibt auch Pins zu Lion King, Stitch, hat Dörte da aufgeschrieben, Stitch, und noch einiges mehr. Und Mickey macht sich in den Pins für die Olympischen Spiele bereit und ist in einem Sport-Outfit zu sehen. Wenn wir gerade beim Thema Olympische Spiele sind, da ist vielleicht noch ganz wichtig, da brauche ich das Handy jetzt besonders, damit ich das korrekt alles sage. Diese finden vom 26. Juli bis 11. August in Paris statt. In der Woche vor Beginn der Olympischen Spiele bis zum Tag der Eröffnungsfeier, also vom 18.07. bis 26.07.
Müsst ihr, wenn ihr von Disneyland Paris aus auch die Stadt Paris besuchen wollt, besondere Dinge beachten. Ihr könnt in der Zeit nämlich nicht einfach so in einige Teile der Stadt anreisen, sondern ihr braucht einen sogenannten Spielepass, einen Besucherpass, ein Pass Jeu, also das ist Spielepass eigentlich. Der ist zwingend notwendig und den müsst ihr beantragen und das könnt ihr, indem ihr nachweist, dass ihr Reservierungen, Tickets oder sonst was in diesen Zonen habt, die gesperrt sind. Ihr findet dazu Details auf pass-jeux.gouv, auch dazu kommt der Link dann in die Beschreibung. Da gibt es auch viele Details mehr. Nochmal, das gilt für die Zeit vor den Olympischen Spielen. Ob das weiterhin während der Olympischen Spiele gelten wird oder was dann für eine Regelung gibt, wissen wir ehrlich gesagt nicht. Sollte sie in irgendeiner Form Disneyland Paris betreffen, werden wir das posten. Wenn ihr einfach nur die Stadt besuchen wollt, dann informiert euch auf jeden Fall. Und wenn ihr die Olympischen Spiele besuchen wollt, dann müsst ihr euch natürlich sowieso auch selbst informieren. Dann gibt es eine News für Jahreskarteninhaber. Ab 11. Juli soll es eine neue Aktion geben, die irgendwas mit den Hotels zu tun hat. Gerüchteküche sagt 50% Rabatt für Jahreskarteninhaber auf Hotelübernachtungen. Klingt für mich jetzt sehr, sehr viel, muss ich sagen. Aber das wissen wir direkt aus Disneyland Paris. Disneyland Paris hat massive Probleme aktuell mit Buchungsraten. Das geht überall ziemlich runter. Also könnte es schon sein, dass es da was Gutes gibt. Aber wie genau, das werden wir in den nächsten Tagen wohl erfahren. Dann erinnert ihr euch an diesen Donut für 7 € das Stück, den es in den Walt Disney Studios zu kaufen gab. Den gibt es nicht mehr. Keine Ahnung warum. Vielleicht war das Gemecker über den Preis zu groß. Also er ist wieder von der Karte verschwunden. Dann gibt es weitere Bauarbeiten. Nicht nur in den Walt Disney Studios gibt es Bauzäune. Nein, es darf auch endlich mal wieder Bauzäune im Disneyland Park geben. Yeah! Sollen doch nicht die Besucher der Studios alles für sich haben, ne? Denn die Castle Stage ist eingebaut. Vielleicht erinnert ihr an der letzten Parkshows, da habe ich gemeckert, dass so wenig Shows gibt in Disneyland Paris im Vergleich zu früher, dass vor allem so wenig Bühnen bespielt werden, sondern einfach leer stehen. Und bei der Castle Stage will man da jetzt Abhilfe schaffen. Die wird renoviert, es wird einen neuen Backstage-Raum geben, es wird neue technische Einrichtungen geben, so dass hoffentlich, das ist auch zumindest die Ankündigung von Disney, in Zukunft wieder regelmäßiger dort Dinge aufgeführt werden können. Und hoffen wir einfach mal, dass das wirklich so stattfindet, wäre cool. Ist natürlich ein bisschen weird, dass sie dann vor nicht allzu langer Zeit die Bänke großteils abgebaut haben, auf denen man sitzen konnte, wenn man Shows auf der Castle Stage gesehen hat. Aber es ist Disneyland Paris, da hat nicht alles so wirklich Sinn. Gutes Beispiel dafür sind die neuen Preise für Buggies, wenn ihr die ausleiht, also die Kinderwagen, die wurden nämlich um 5 € erhöht. Das ist jetzt nicht das, was schief geht. Das ist normal, von 25 auf 30 € pro Tag. Aber das wurde ziemlich unprofessionell gemacht, denn das Schild. Ach, das ist die alte Standuhr meiner Mutter noch. Das Schild, auf dem das steht, der neue Preis, wurde einfach so mit Tesafilm rundherum angeklebt. Das wirkt jetzt wenig professionell. Mal gucken, da läuft wohl ein bisschen was schief in der Kommunikation zwischen der Schildermalabteilung von Disneyland Paris und denen, die die Preise machen. Wenn das Ganze ein bisschen wackelt, Dörte, wir haben das gar nicht geplant, das heute von hier zu machen. Dörte filmt aus der Hand und ihr tut dauernd der Arm etwas weh. Sie muss ein bisschen mehr Muckis kriegen. Gehen wir zurück nach Disneyland Paris. Da fand gerade der Pride Day statt und der war dieses Jahr doch deutlich, deutlich abgespeckt. Es gab zwar eine Pre-Parade von Cast-Members und im Videopolis konntet ihr Stitch treffen und ein Selfie mit Mickey und Freunden auf der Bühne schießen, aber es war nicht dieses große Party und Musik und was es sonst in der Vergangenheit gab. Es gab noch einen Trinkbecher in Regenbogenfarben. Yeah! Dann, was haben wir da noch? Ja, die Statuen aus Alles steht Kopf sind nun endlich da. Es handelt sich, wie angekündigt, im August um Freude. Und mit etwas Geschick und Verbiegen könnt ihr da auch ein Selfie machen. Vielleicht nicht ganz so perfekt platziert. Aber ihr kriegt das hin, wenn ihr die Selfie-Profis seid. Ich bin das nicht. Ich würde das überhaupt nicht hinkriegen. Dann steht das Motto jetzt für die Jahrespassparty am 13. September. Und das heißt Back in Time Night
The 2000s, also eine Reise zurück in die Zeit, eine Nacht, in der er zurück in die Zeit reist, um die 2000er zu besuchen. Ich hoffe ja, die ganz frühen 2000er, als Space Mountain noch Space Mountain war und noch nicht Mission 2 und noch nicht Hyperspace Mountain. Das wäre mal eine richtig coole Sache, aber die Hoffnung ist ziemlich gering. Vermute, es gibt ein bisschen Erinnerungen an Paraden und Musik und Shows aus der Zeit, aber ich weiß es nicht. Ja, das war's aus Disneyland Paris. Ich gucke nochmal durch, ob ich was vergessen habe. Wie gesagt, alles heute etwas weniger professionell als sonst. Ja, springen wir über den großen Teich nach Walt Disney World. Da hat am 28.06. Tianas Bayou Adventure geöffnet. Wenn ihr das fahren wollt, müsst ihr aktuell eine Virtual Queue buchen. So wie das zum Beispiel auch für Tron und Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind schon der Fall ist. Das geht über die My Disney Experience App ab 7 Uhr pünktlich morgens und ein zweites Mal ab 13 Uhr, wobei das um 13 Uhr nur geht, wenn ihr im Magic Kingdom seid. Wichtig ist dabei, ihr müsst euch entscheiden zwischen Tron und Tiana's Bayou Adventure zu jeweils den beiden Zeiten. Ihr könnt zwar um 7 Uhr die eine und 13 Uhr die andere buchen, aber nicht zwei Lightning Lanes, zwei Virtual Queues gleichzeitig haben. Und ihr solltet schnell sein. Die sind oft schon 3 Sekunden nach 7 Uhr sind alle Virtual Queues weg. Also seid da schnell am Handy. Fangt am besten so um 6:59 Uhr und 50 Sekunden an, die Seite zu neu zu laden. Dann sagt, ich muss schneller machen. Die kann ihre Arme nicht mehr lang halten. Sie gibt mir dauernd Zeichen. Ja. Bisher sind die Probleme der Attraktion auch noch nicht behoben. Sie fängt jeden Tag oder fast jeden Tag später an zu starten, mit teilweise Stundenverzögerung, was dann die Virtual Queues nach hinten treibt, was dann teilweise auch dafür sorgt, dass es um 13 Uhr noch sehr eingeschränkt und die dann sogar nach einer halben Sekunde weg sind. Also ist nicht so ideal. Die Probleme konnten, die es aus der Testphase, die bekannt waren, konnten leider nicht behoben werden. Dann am 30. Juni hat die Hoop-Dee-Doo Review ihren 50. Geburtstag gefeiert. Das ist die längst laufende Dinner-Show der USA. Mit dem American Diner hat sie nichts zu tun, auch wenn es amerikanisches Essen gibt. Da zu dem Anlass gibt es eine kleine, aber feine Merchandise-Auswahl, die ihr nur in Fort Wilderness kaufen könnt. Aber noch viel wichtiger und viel cooler, der Originalcast vom 30. Juni 1974 hat die Show besucht und stand für Fotos auf der Bühne und hat da in alten Erinnerungen geschwelgt. Dann vom 1. Juli bis 11. August gibt es in Disney Springs noch die Aktion Flavors of Florida. Da wird euch ein breites Angebot aus Genüssen der floridianischen Küche ja, angeboten. Da machen fast alle Restaurants mit und es gibt Highlights wie, was ich persönlich besonders liebe, den Cuban Sandwich. Cuban Sandwich, Flavors of Florida. Ja, trotzdem Flavors of Florida, denn Florida hat einen sehr, sehr, sehr hohen Anteil an Exilkubanern, die aus Kuba flüchten mussten unter dem Castro-Regime, unter der kommunistischen Diktatur und die natürlich auch ihre Einflüsse mit in die Küche Floridas gebracht haben. Und da gehört der Cuban Sandwich dazu. Aber ihr findet auch Klassiker wie Key Lime Pie und andere. Und natürlich ganz besonders cool, viele niedliche Orange Bird Snacks. Orange Bird ist hier übrigens auch auf Dörtes Handy zum Ablesen gerade, da ist auch der Orange Bird drauf. Dörtes geliebte Orange Bird. Besonderheit ist das Bier Sunshine Stroll, das exklusiv für, oh, ich bin gerade so geblendet von der Kamera, ich kann fast nicht mehr lesen, was hier auf dem Kameraland, was hier auf dem Handy steht, wurde exklusiv für Disney Springs gebraut. Es ist ein Pilsener, das zurzeit in Chuck Lindseys Hangar Bar angeboten wird und an Verkaufswagen in Disney Springs. In den Hollywood Studios ist der Rock'n'Roller Coaster aus seiner Renovierung zurück. Was genau gemacht wurde, sagt Disney nicht. Wurde ja relativ lang renoviert. Cast-Member, die da arbeiten, sagen, es wurde an technische Dinge optimiert, die Wagen, die Schienen und so weiter. Das war auch zwingend nötig. Das Teil hat ziemlich, ziemlich, ziemlich stark geschlagen. Das war also schon so auf Rock'n'Roller Coaster in Paris Level. Oder, also, ja, Kopfweh garantiert. Das soll wohl jetzt besser geworden sein. Wie gesagt, Disney sagt dazu nichts. Dann wurden die Termine und Musiker für das Eat the Beat Festival oder für die Eat the Beat Konzerte bekannt gegeben. Die finden immer im Rahmen des Food and Wine Festivals statt.
Es gibt immer von Freitag bis Montag, glaube ich. Ich kann es nicht lesen. Von Freitag bis Montag Konzerte. Und zwar vom 30. August bis 18. November. Es gibt einige neue Künstler wie Yellow Card, The Wanted, Aloe Black. Sagt mir ehrlich gesagt alles nichts. Nichts, gar nichts. Dörte nickt im Kopf. Ich weiß nicht, sagt dir es was oder was soll das nicken bedeuten? Aber auch alte Fanlieblinge wie Boyz II Men. Ist das nicht so eine seltsame Boys-Band? So, huja, 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 ich kann nicht singen, aber ich kann rumspringen und grinsen, oder nicht? Ist Boyz II Men keine Boyband? Ja, also. Der hatte schüttelt den Kopf, war sie Fan? Und dann ist doch so eine, ich kann nicht singen, aber rumspringen, Boyband, nicht? A cappella? A cappella Boyband? Also eingespielte Musik, dann Boybands können nicht singen, das ist ja. Ja, wer, die ganzen Dinger da, Take That und New Kids und Backstreet Hampler, nein. Naja, okay, also Fanlieblinge wie Boyz II Men, Hanson, kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Billy Ocean, kenne ich, mag ich aber nicht, sind schon länger dabei. Leider ist kein Symphonic Metal oder schönes Trash Metal oder sowas dabei, was ich dann mögen würde. Tut mir leid, Metal-Fans muss ich enttäuschen. Die komplette Übersicht über alle Konzerte mit den Daten und Bands findet ihr natürlich auf unserer Facebook-Seite. Und ab 9. Juli könnt ihr Dining Packages für diese Konzerte buchen. Damit bekommt ihr dann ein Essen und dann bevorzugten Eintritt in die, in das Garden Theater, wo die Konzerte im amerikanischen Pavillon des World Showcase stattfinden. Da gerade die beliebteren und bekannteren Bands doch öfter schnell lange Schlangen bilden, ist das durchaus eine gute Methode, um da reinzukommen. Dann könnt ihr Mirabelle im Magic. Das ist übrigens unser Hund, der sich gerade schüttelt. Mika geht's übrigens gut, kann ich euch sagen. Deshalb gab es aber am Montag keine Parkshow. Wir mussten sie immer noch nach dem Wochenende trotzdem 24 Stunden unter Kontrolle haben, weil sie sich nicht kratzen durfte nach der OP. Deshalb gab es keine Parkshow. Aber sie hat alles super überstanden. Mika, komm mal her, zeig dich mal deinen Fans. Mika, komm! Ja, komm! Da bist du. Einmal ums Sofa hinten rumgelaufen. Komm, hopp! Da ist die Mika. Ja. Jetzt ihre Leine, ihr Geschirr noch an, weil sie hier nicht so wild rumlaufen soll. Also, wie sie einfangen, schneller einfangen können müssen bei meiner Mutter als zu Hause. Wo sind wir? Genau, bei Mirabelle, die könnt ihr im Magic Kingdom im Moment nicht an ihrem eigentlichen Standort treffen, dem Fairytale Garden, denn der wird renoviert. Ihr findet sie jetzt in dem Pavillon hinter dem The Old Christmas Shop, wo teilweise eine Zeit lang Mary Poppins war oder wo auch die Tremaine Sisters und so weiter öfter mal auch zu sehen sind und auftreten. In Epcot ist in der Whispering Willows Gallery im chinesischen Pavillon ein neuer Schaukasten aufgestellt worden. Yeah, zum Zootopia-Land. Da findet ihr in der ganzen Galerie, die früher mal Kultur, Geschichte und so weiter Chinas dargestellt hat und immer Wechselausstellungen hatte, findet ihr schon seit Jahren diese ziemlich langweilige Shanghai-Disney-Ausstellung. Und jetzt gibt es einen neuen Schaukasten. Also ich fände es ja besser, wenn das mal wieder ein bisschen mehr zu den Wurzeln der Idee von Epcot zurückgehen würde. Und man da andere ja, kulturelle Dinge, Geschichte und so weiter sehen würde. Naja, dann wieder nach Disney Springs, ist auch ein bisschen hin und her gespringe heute, aber dort hat Disney Ever After eröffnet. Das ist ein Shop, in dem ihr Rucksäcke, Taschen, Stofftiere und viel mehr kaufen könnt, wie in vielen anderen Shops auch. Das Highlight sind aber hier Haarreife, also Mickey-Ohren, wie man es kurz nennt, aber ist eher Haarreife in dem Fall, die ihr selbst gestalten könnt. Das gibt es bereits in Hongkong und Anaheim. Dieses Angebot wurde da sehr, sehr gut angenommen. Deshalb kam es jetzt auch nach Walt Disney World. Es ist eher so ein klassischer Armreif und ihr könnt da dann verschiedene Disney-Figuren draufsetzen lassen. Die sehen so ein bisschen aus wie die, wie hießen sie jetzt, die kleinen Zumzums, genau. Die könnt ihr da draufsetzen und das gestalten, wie ihr wollt. Preise liegen bei 9,99 für den Haarreif und 11,99 pro Figur, die ihr draufsetzen lasst. Also wenn ihr 100 Figuren drauf haben wollt, wird das ein teurer Haarreif. 3G maximal? Ah, 3G maximal, okay. Naja, das ist doof. Ja, da kriege ich ja nicht mehr. Naja, egal. Dann wurden am 1. Juli die ersten neuen Blockhütten der Cabins at Fort Wilderness eröffnet. Das ist
die Blocken, die jetzt über DVC unter anderem oder vor allem über DVC vermietet werden, die zum Disney Vacation Club gehören, die werden wie andere DVC-Zimmer von Disney garantiert auch als normale Hotels vermietet werden. Also auch wenn ihr nicht im DVC seid und keine DVC-Punkte mieten wollt, werdet ihr Chancen haben. Außen finde ich sie so, ja, wie mein Konzept, also sie sehen ganz nett aus, passen für mich aber nicht zum Thema Wilderness. Innen drin sehen sie ziemlich cool aus, muss ich sagen, gefallen mir ziemlich gut, sehr schön gestaltet. Ich frage mich nur, wer den Fernseher angebracht hat, wer auf die Idee kam, den Fernseher im 90-Grad-Winkel zum Sofa zu platzieren und das noch direkt über dem Sofa. Der hatte in seinem ganzen Leben wahrscheinlich noch nie Nackenprobleme, der diese Idee hatte, also selten dämlich. Dörte wäre jetzt eigentlich, glaube ich, froh, dass sie gleich aufhören kann zu filmen, dass es rum ist, aber nach den Parks kommt noch die Walt Disney Company heute. Denn am 1. Juli hat Bob Iger sein 50. Jubiläum im Unternehmen gefeiert und hat aus diesem Anlass einen Service Award bekommen. Das sind diese tollen Statuetten, die man für 5, 10, 15, 25 und so weiter Jahre in der Walt Disney Company bekommt. Seiner hat die Form von Schneewittchen mit den sieben Zwergen. Wir sind gespannt, ob es den auch demnächst bei Katawiki in der Auktion gibt. Das passiert mit vielen anderen Service Awards. Wenn ja, wenn ihr Bob Igers Service Award dann ersteigern wollt, dann posten wir unseren Link natürlich dazu. Vielleicht muss Bob Iger ja Geld, vielleicht braucht er Geld und will den loswerden. Bob Iger hat sich auch geäußert und sagte, vor 50 Jahren habe ich meine Karriere bei ABC vor 50 Jahren habe ich meine Karriere bei ABC begonnen und das Geschäft hat sich seitdem sehr verändert. Aber am Ende des Tages hängt der Erfolg immer von einer Sache ab, dem Geschichten erzählen. Ich bin stolz darauf, mit so vielen talentierten Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, die außergewöhnliche Geschichten und Erlebnisse für die ganze Welt schaffen. Das ist wirklich the ride of a lifetime. Warum ist es the ride of a lifetime? So heißt die Autobiografie, so heißen die Memoiren von Bob Iger im englischen Original. Auf Deutsch tragen die den Titel, ich weiß es gar nicht, ich habe es nur auf Englisch, Das Vermächtnis meines Lebens. Könnt ihr bei Amazon bestellen. Auch dazu haben wir einen Affiliate-Link in der Beschreibung dieses Video. Ich finde sie super interessant. Ich habe sie, glaube ich, in einem Tag gelesen, weil ich sie mega, mega gut fand. Ich bin auch lang sehr, sehr beeindruckt gewesen, begeistert oder Fan will ich nicht sagen, beeindruckt von der Leistung Igers gewesen, von seiner Einstellung, von seiner Arbeitsmoral, die ich gern selbst auch hätte. Würde mich riesig freuen, wenn ich das so hätte. Aber ich muss auch sagen, it's time to say goodbye. Der Vertrag läuft noch bis 2026. Ja, der letzte Wechsel hat nicht so funktioniert, wie wir uns das erhofft haben mit Herrn Chapek. Das ging ziemlich in die Hose. Wir hoffen also, dass diesmal bei der Wahl des Nachfolgers es mehr Glück gibt. Aktuell gibt es ja wohl vier Kandidaten. Ja, zwei aus dem Bereich Entertainment. Das läuft bei Disney aktuell nicht so. Auf die hoffe ich nicht. Dann den President von ESPN, was relativ gut läuft. Und Josh D'Amaro. Also ehrlich gesagt hoffe ich auf keinen derjenigen, weil ich finde, dass D'Amaro ist so ein Nachplapperer, der immer genau das macht, was sein Chef will und kann gut lächeln und erinnert so ein bisschen an den ehemaligen CEO von Disneyland Paris mit seinem Zahnpasta-Lächeln. Aber ist auch beim Cast immer beliebt, aber ist für mich kein... Hat für mich nicht den Eindruck eines Machers. Also auch wenn er aus dem Bereich Parks kommt und viele der Sachen, die in Parks gerade schieflaufen, sind eben in seiner Ägide passiert. Nehmt doch Stax, der wieder als Berater bei Disney ist. Toller Typ. Oder nehmt Meyer oder... naja, aber wir haben da eh nichts zu melden als Mini-Aktionäre. Wir müssen nur abwarten, wer letztlich vom Board als Nachfolger von Bob Iger dann ab 2026 auserkoren wird. Das soll schon bald passieren. Eventuell soll die Ankündigung bis Jahresende erfolgen, damit der Nachfolger zusammen mit Bob Iger noch einige Zeit im Unternehmen in die Position sich quasi teilen und eingearbeitet werden kann. Ja, Dörte nickt mit dem Kopf und zeigt mir Machine an. Ja, das war es auch schon. Das war der Mausblick, ich weiß noch nicht mal die Nummer gerade. Das war die Notausgabe des Mausblicks Nummer 19 2024. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder mit der Disney Park Show und auch wieder mit einem Mausblick aus unserem hochprofessionellen Studio, wenn nicht gerade wieder eine Bombe um die Ecke gefunden wird. Und wenn heute die Bomben nicht hochgehen und unser Gebäude zusammenbricht. Bis dann. Tschüss.